Moin, sind Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir werden jetzt da unseren nächsten Vorposten hier gründen. Auf Kadara sind wir. Und dann werden wir mal schauen, wie wir zu diesem blöden Monolithen kommen. Irgendwie muss es da ja einen Zugang geben. Aha. Look, it's easy. You just pull the hinge back and snap the upgrade straight on the barrel. Does it seem secure? It's secure. I promise. Back in my day, upgrades were handmade. Custom fitted. None of this off the rack snap together shit. Don't say uphill both ways. Don't say it. Turians didn't used to be so damn lippy either. Oh, ich glaube, das sind uns her. Oh, wow, was geht hier ab? So, schauen wir mal. Neue Nachricht. Politische Geografie aktualisiert. Wichtige Bevölkerungszentren. Kadara Port. Bekannte Kontingente. Verbannte Kollektiv. Einrichtungen Reichweite. Charybdis Point. Tartarus. Dare Logia. Hinweise von Vedras Kontakt. Die größte Gefahr auf Kadara ist nicht Mutter Natur, sondern die Bewohner. Nach dem Aufstand sind viele Leute völlig durchgedreht. Sloan behält die Creme de la Creme, wobei der Begriff hier relativ ist, oben im Port und verbannt den Rest. Die Badlands sind im Grunde ein Gefängnis mit Bergen statt Mauern ohne Zellen. Ja, super. So, da unten haben wir irgendeinen... Außenposten. So, ich würde super gerne hier irgendwie eine Markierung setzen. Dankeschön. Weil ich glaube, dass hier irgendwo zum Monolithen reingeht. Vielleicht auch überhaupt nicht. Keine Ahnung. So, was gibt es denn hier überhaupt? Outlaws. Haben wir uns mit denen anlegen? Eigentlich nicht so richtig, ne? Ich meine, jetzt schießen die schon mal auf uns. Wo kommt ihr denn her? Aus der vollkommen falschen Richtung. Upsi. Sich nicht raus. Got it. Sind das nur die beiden? Oh Mann. Ach, schieß sie auch nicht weg. Mann! Sie auch nicht stillhalten. Alter, Drag übertreibt wieder. So, wahrscheinlich gibt es hier gar nichts zu holen. Oh, guck mal. Mitten in der Gegend verstreut. So, da müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hier zum Monolithen reinkommen. Hier scheinbar nicht. Aber vielleicht hier von der Seite. Er führt zumindest so einen Weg hoch in Richtung Monolith.
Was ist denn das da unten eigentlich? Irgendeine Basis. Also der Monolith ist irgendwo da oben. So, hier auf der Höhe irgendwie. So, where's Kesh's grandmother? You're picking an old scar there, Vetra. Rather not pry it open. I'm sorry. It's just you're always telling war stories, and I thought... What makes you think that one's a war story? Wieso ist denn unsere Markierung da drüben? Ist der Eingang vielleicht echt so weit? Ach so, nee, das ist gar nicht unsere Markierung. Ich glaube auch nicht, dass der Eingang so weit unten ist, ehrlich gesagt. Rounded up that junk, we'll get territorial if we get close. Ne, hier waren wir auch schon und haben alles überprüft. Ja geil, ich habe keine Ahnung, wie ich an diese Monolithen rankomme. Vielleicht müssen wir dazu wirklich durch die Röcker-Basis oder irgendwas. Keine Ahnung. Dann machen wir die halt ein bisschen weiter. Da ist der Eingang. Oh, die ganze Zeit oben drüber gefahren. So, wenn wir schon mal hier sind, hier gibt es auch eine Pflanzenprobe irgendwo, habe ich gehört. Nehmen wir die gleich mit. Ist hier irgendwas? Gibt es diese komischen Schneckenpflanzen. Die haben hier eine wunderschöne Landeplattform, aber es ist niemand hier. Das finde ich halt ein bisschen merkwürdig. Dass hier so absolut niemand ist. Was ist es? Initiative Kerntech. Technologie, Entwicklungszüge. Keine Ahnung, wer das im Moment für sich beansprucht. Pathfinder, my senses read an Andromeda plant sample nearby. Na, dann sollten wir uns das doch mal angucken, oder? So, Pflanze, 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 wo bist du? Da. Heliosflora. Klebegras, Schwertfarn, okay. Bei richtiger Zubereitung wäre diese Pflanze eine schmackhafte Vitamin- und Mineralienquelle. Ich glaube, wir sind voll aufgeladen. Ne? Ja klar, ich bin ja gerade auch über diese... Also hier wird es nochmal einen heftigen Kampf geben. Über die Landeplattform gelaufen, um den Satz mal zu Ende zu machen. Remnant. They're completely fried. Bullet holes match weapons from the Milky Way, Pathfinder. Oha. Ich würde schon gerne scannen, aber die Kollisionsabfrage ist gerade echt wieder beschissen. Thank you.
Warum funktioniert das nicht so richtig? Keine Ahnung. Ja. Zum Glück ist das Spiel so richtig gut poliert und ausgefeilt. So, mit was für Gegnern haben wir es denn hier zu tun? Das Zeug nehmen wir noch mit. Mhm. Ja, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Das meint er mit Hydra, alles klar. Ja, es scheint es aber gewesen zu sein, ne? Na, okay. Dann geht die Hülle noch weiter. Oh, hatte ich da vorne schon eine Glyphe gesehen? War das so? Da haben wir eine. Eine zweite. Und da ist Nummer drei. So, und dann machen wir uns beim nächsten Mal hier dran, diesen Monolithen freizuschalten. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.